Also Benjamin, ich stelle Ihnen jetzt eine unserer wesentlichen Fragen, die wir allen Praktikanten stellen. Ich möchte, dass Sie sehr gründlich darüber nachdenken, okay? Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren? Wenn ich 80 bin. Haben Sie noch einen Tipp, bevor ich reingehe? Macht Sie wahnsinnig, wenn Leute nicht blinzeln. Hey Jules, ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant. Schön, dass Sie das auch mit Humor nehmen. Wie auch sonst. Sie kriegen eine E-Mail, wenn ich was für Sie zu tun habe. Ich höre dann von Ihnen, Sir. Oh, tut mir furchtbar leid. Sie sind Jules' neuer Chauffeur? Nein, eigentlich bin ich Ihr Praktikant. Das ist ja saukomisch. Mein Praktikant ist sehr beschäftigt. Mr. Charming, alle lieben ihn. Kleider machen Leute, stecken Sie das Hemd rein. Warum steckt heute eigentlich keiner sein Hemd rein? Oh ja, das frage ich Sie. Ich bin Fiona, die Hausmasseurin. Ben. Und, wie ist das, Ben? Was soll ich? Na ja, oh Mann. Sie sind ja gar nicht so alt, wie ich dachte. Unsere Investoren glauben, dass ein erfahrener Geschäftsführer ihnen einiges an Arbeit abnehmen kann. Dann nehme ich Geschäftsführerunterricht. Ich hatte so etwas noch nie in meinem Leben. Die wunderschönen, aufregenden Dinge, die Sie erschaffen haben. Nicht vergessen, wer es war. Macht Spaß. In solchen Momenten braucht man jemanden, auf den man sich verlassen kann. Sie sind nun mal mein... Praktikant. Eigentlich wollte ich sagen, Praktikant-bester Freund. Wie können innerhalb einer Generation Männer vom Schlag eines Jack Nicholson oder Harrison Ford zu... Oh Mann.